Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XV. Wir sind letztes Mal nach Duskay aufgebrochen und haben diese neue Region quasi gefunden. Und wir wollen, genau, das erste, was wir machen wollen, ist, wir wollen uns mal um die Chocobos kümmern. Nicht nur gibt es dort einen zusätzlichen Quest, sondern wir können dann auch immer Chocobos mieten dort, was uns bei der Erkundung von der Umgebung natürlich stark helfen wird. Genau, etwas, das ich auch noch erwähnen wollte. Ach, sie haben gar nicht getankt. So die Scheiße, ich dachte, Ignis hat getankt. Okay. Genau, was ich auch noch erwähnen wollte, ist, ich werde jetzt ab hier, also ab diesem Gebiet hier, nicht mehr alle Jagden und alle Sidequests machen. Zwar sehr viele und die wichtigsten herzeigen, allerdings, wenn ich alle mache, bin ich so hoffnungslos überlevelt, dass die meisten Kämpfe viel zu einfach werden. Und dieses Gebiet ist relativ groß, würde ich sagen. Es sind eigentlich drei Gebiete, wenn man es genau nimmt. Und wir werden die nächsten paar Kapitel hier verbringen. Also bis Kapitel, inklusive Kapitel 8 eigentlich. Und erst dann geht es weiter in andere Gebiete, die dann nicht mehr so offen sind wie hier. Also ein Großteil des optionalen Contents spielt sich natürlich hier ab. Und deswegen, wir werden auf jeden Fall, wenn wir dann mit dem Spiel durch sind und New Game Plus machen, auf jeden Fall hierher zurückkehren und vieles von den Quests hier abschließen, die wir quasi übergelassen haben. Genau. Und hier geht's zu, das ist so ein kleiner Wald und da gibt es Chocobos und das ist natürlich alles toll, weil wir wollen Chocobos reiten. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach gehen jetzt am Anfang, weil ich glaube, die haben da auf der Range ein kleines Problem, aber wir werden das gleich sehen. Und theoretisch ist es so, dass sogar das Chocobo, also die Chocobo Ranch hier komplett optional ist. Das heißt, wenn man nur Story macht, also wenn man gleich noch eine Story weiterfährt, dann kommt es gar nicht dazu, dass man, oder dann braucht man die Chocobo Ranch gar nie besuchen in der Story und muss sich nicht damit beschäftigen. Und wer im Hintergrund die Musik genau anhört. You want weapons? We got lots of them. Der wird hören, dass das Chocobo, die Chocobo-Musik ist nur in Mundharmonika gespielt. So, ein Lufttanz-Saber, den werden wir auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Und der hilft uns beim Zaubern. Und er hilft uns bei den Lufttanz-Aktionen auch, das heißt, das ist gar nicht so schlecht. Wir könnten noch ein Brennera kaufen, aber wir haben schon zwei gefunden, das heißt, wir brauchen keins mehr. Mithril-Lanzen werden wir zwei nehmen sogar. Wir haben genug Geld, dass wir uns das leisten können. Entermesser werden wir auch mindestens eins nehmen. Nehmen wir mal eins und Ignis kann dann den Rächer nehmen. Wir haben auch ein Verhängnis, da werden wir eins nehmen. Weil wir können dann zwischen den Kyotokos oder wie auch immer die Waffe heißt, die Pronto gerade angelegt hat und Verhängnis immer hin und her wechseln. Einer von den beiden kann es immer nehmen, wenn man es braucht. Also. Wir bekommen auch unser erstes Schild. Da kaufen wir eins für Gladio. Und hier haben wir noch, ich glaube, wir brauchen von dem eigentlich nichts mehr. Hier könnten wir noch einen Kriegerknöchelband kaufen. Das ist etwas besser als das Fechterknöchelband. Oder das Soldatenknöchelband. Brauchen wir jetzt nicht. Die kugelsichere Weste, die ich irgendwie nicht gefunden habe, da am Ende von Kapitel 1. Wer hier zum Kaufen. Wir brauchen sie jetzt momentan nicht. Wir finden auch noch was Besseres. Das könnten wir eins kaufen davon. Weil das hilft uns auch beim Zaubern. Das brauchen wir später dann. Eisenreife kaufen wir noch zwei, würde ich sagen. See you later. Und das war's auch schon. So. Gleich mal ausrüsten. Hier könnten wir den Lufthansäbel ausrüsten. Der ist gar nicht so schlecht, aber ich lasse mal das Schwert erweisen. Und werden nur den Lufthansäbel nehmen, dann, wenn wir es wirklich brauchen. Allerdings, wenn wir hier schon die Erntemesser ausrüsten. Und hier das Drachenschild. Gibt es der Rächer. Ups. Dann die Mithril-Lanze hier. Ist die Mithril-Lanze oder die Trainier-Lanze besser? Mithril-Lanze, okay. Dann bekommt. Ah, wir haben sogar eine gehabt. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Also. Und dann nehmen wir das Verhängnis. Kann vergiften. Ist nicht wirklich tragisch wichtig. Und den Rest lassen wir mal so. Excuse me.
We'd like to ride the chocobos. The chocobos, huh? I hate to break this to y'all, but we can't permit our birds to leave the post. Not while Deadeye's still about. He's an uncommonly ferocious behemoth that's taken to prowling these parts of late. His scent makes our birds nervous, and to prevent accidents and tragedies, we have no choice but to suspend rentals. But hold on now. Ain't you lads the hunters that have been making a mark? You reckon you could handle the likes of Deadeye? If you could bring the beast down, there'd be a reward in it for you. But knowing the danger, I wouldn't blame you for saying no. Natürlich werden wir das machen. So what'll it be today? Oh. Y'all still keeping on, keeping on? Genau, wir checken mal die Umgebung, bevor wir da uns in den Seitenquest stützen. So, dann schauen wir, was für Jagden es gibt hier. Oh, cool. Ich weiß nicht genau, warum der Schrecken von Duskai da hier, also dieser Behemoth, warum der als Jagdauftrag hier ist. Ich glaube mich zu erinnern, dass beim Start des Spiels auf der PS4, dass es ein richtiger Quest war, den man bei ihm bekommen hat und nicht nur quasi... Ja, das brauchen wir nicht. Und nicht nur ein Jagdauftrag. Oh, das sieht sehr gesund aus alles. Feuerresistenz, Eisresistenz. Apropos Feuer. Bevor wir uns mit dem Behemoth beschäftigen, will ich noch kurz Magie erzeugen. Und zwar so gut wie möglich. Oh, Moment mal. Haben wir hier einen Shop auch irgendwo? Ah ja, da hinten irgendwo. Ja. What is it? Das lesen wir gleich. Ich will noch kurz schauen, ob dieser Typ mir Schafsmilch verkaufen kann. Leider nichts im Auto gibt's nämlich. Ah, hier haben's. Wie würde das kosten? 960. Das können wir kaufen jetzt so viel Schafsmilch wie möglich. Und ich zeige euch dann gleich mal einen kurzen Trick. Bevor wir das machen, schauen wir allerdings hier noch die Kosmologie an. Die Kosmologie der Kanagi, das ist das Orakel, wie sich Luna im Englischen nennt. Der Schwertgott ist natürlich Bahamut. Oder ist das Gilgamesh? Ich glaube, es ist in der Version soll es, glaube ich, Bahamut sein. So, also, Magie. Hier, da ist schon was drinnen, brauchen wir nicht. Wir haben ja einen leeren Flakon. Wir haben den Flakon übrigens bekommen, ich weiß nicht mehr ganz genau wann. Auf jeden Fall durch eine Story. Wir tun alles Feuer rein. Und dann geben wir hier mal, schauen wir mal, wie das gut funktioniert mit dieser Stamme. Schaff's mich. Feuer. Und dann werden wir hier noch... Ich glaube, ab 200 ist Feuer, oder? Ah, ist nur Eis. Ja. Ah ja, Feuer und Eisgar. Astuai, das heißt, das ist der Stufe 3. Nehmen wir gleich alles rein. Das ist der Stufe 3 Zauber von Feuer, Eisgar und Blitzgar. Und Zweierkette und 6 Mal insgesamt mit Schafsmilch. Schafsmilch kostet nur 1000 quasi, also 1000 Gil für so einen Zauber. Und das ist verhältnismäßig billig, muss ich sagen. Und es ist vor allem auch ziemlich leicht zugänglich. Das heißt, wir werden das gleich mal synthetisieren. Oder? Ja, es ist egal, wir bräuchten eigentlich nur den Feuer, aber es ist nicht tragisch, wenn es jetzt alle drei Elemente sind. Wir werden das auch gleich ausrüsten, statt... ich weiß noch nicht. Wir werden es noch nicht ausrüsten. Wir rüsten es dann aus, wenn wir es brauchen. Und zwar brauchen wir das dann vorne beim Behemoth. Da gibt es noch einige Sachen aufzusammeln. Ich werde allerdings abgrasen dann, wenn wir mit dem Behemoth fertig sind. Wahrscheinlich in der nächsten Folge, weil das Seitenevent für den Behemoth dauert doch etwas länger. So, jetzt Aufgaben. Da will ich ja. Max. Genau. Ignis, we're going. On my way. Und irgendwo da geht es nämlich so in eine Schlucht hinein. Ich kann mich nur nicht genau erinnern, wo das war. Ah, da vorne müsste der Eingang sein. Hey! Ups, klickt. Und
In dieser Schlucht gibt es quasi das ist quasi so ein Seiten-Event, so ein ganzes mit diesem Behemoth. Das ist kein wirklicher, normaler Jagdauftrag. Ja, komm. Ah, das sind solche Typen schon wieder. Die sind gegen Speere ganz gut verwundbar. No, Mr. Nice Guy. So, und jetzt werden wir gleich mal einen Bobstock machen. Ja, die Lanze ist schon ganz gut eigentlich. Oh. Hey, what's the idea? I'm one of the good guys. Remember? Didn't mean to do that. Da bekommen wir Schnurhaare, die sich übrigens auch relativ gut dafür verwenden lassen, um Magie herzustellen. Also ist das nicht hier? Ist noch weiter vorne oder wie? Okay. Ich weiß, es gibt hier irgendwo einen Eingang quasi in diese kleine Hügelkette rein. Und dort fängt dann dieser Quest mit dem Schrecken von Tuskaya an. Ist es hier schon? Ups. Nein, auch noch nicht. Ja, vielleicht ist es wirklich sogar hier. Auch nicht, okay. Es ist doch weiter vorne, als ich gedacht habe. Und wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, mit Warps zu reisen, ist deutlich schneller als normal zu laufen. Ich glaube hier. Nein, auch nicht. Und ich werde das öfter mal verwenden. Das können wir uns natürlich auf jeden Fall holen. Ich werde das öfter mal verwenden. Allerdings, weil wir noch keine gute Möglichkeit haben, unsere Mana-Punkte sehr gut aufzufrischen. Oder einfach aufzufrischen. Ist es meistens kein dauerhafter Boost, den wir da bekommen. Okay, habe ich mich jetzt verlaufen? Moment, irgendwie bin ich da jetzt falsch gelaufen. Schau mal kurz, ich glaube, ich muss jetzt kurz zurück wieder. Ja? Ah. Ah, ich habe... Okay. Das war natürlich falsch jetzt, weil der Eingang zu diesem Neben-Event-Gebiet ist natürlich direkt neben der Chocobo Ranch. Und ich habe mich da verleiten lassen, dass das doch etwas weiter weg ist. Allerdings ist es nicht weiter weg. Und zwar ist es nicht auf der rechten Seite, sondern hier gleich vorne an der Hügelkette. Nein. Wir machen jetzt das mit den Chocobos und dann fahren wir nach Lestalem, okay? Also hier geht's eigentlich zum... Ja. Something's amiss. Come on. Uh-oh. So. Leider ist es schon fast Nacht, das ist nicht gut eigentlich. Wobei, solange wir drinnen sind in dem Gebiet, kommen wir nicht zu normalen Sichern, sondern haben es nur mit den Gegnern zu tun, die wirklich in diesem Gebiet auftauchen. Das heißt, das ist eigentlich egal. Ah, bin ich da jetzt schon wieder falsch? Irgendwo muss da nämlich reingehen. Ich muss das doch hier sein irgendwo, oder? Ja, natürlich. Ich habe den Eingang schon wieder verpasst. Es funktioniert heute nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Folge wird doch etwas länger werden als geglaubt. Aber ich wollte den Behemoth unbedingt heute noch Platz haben. Da gibt es nämlich einen Eingang hier. Ah, man hätte es an den umgeknickten Bäumen eher verraten können. Ganz schön groß das Teil. Und hier gibt es einiges einzusammeln. Drüben ist glaube ich nichts mehr, nein. Und es kommen ja auch einige normale Gegner hier, allerdings
sind nicht, die haben wir schon gesehen vorher. Und zwar sind die auf Sperre anfällig. Ja, wenn ich sie treffen würde. Eyes peeled, mouth closed. Watch the enemy's movements and don't. Yep, right. Yeah. Knocked. Ja, mit so vielen Gegnern ist es manchmal etwas mühsam. Außerdem müssen wir ein Gegengift nehmen. Dass nicht zu viele wären hier. Durchschnittsbruchschnitt machen, das will ich eigentlich nicht. Das Interessante ist, dass der Giftzustand natürlich auch weiter läuft, während wir mit dem Kampf schon fertig sind. Er hört dann irgendwann von alleine auf, aber ich habe da keine Lust darauf zu warten. Ich habe genug Gegentränke gekauft, Gegengifttränke gekauft, um das irgendwie abzuwehren oder quasi gegenzuheilen. Und da hinten in der Ecke gibt es natürlich auf jeden Fall was. Kann ich mich nicht erinnern, was hier? Ein Drillhorn. Ist das eine Waffe? Ich weiß gar nicht. Schauen wir dann. Und jetzt zieht der Nebel auf und es wird Nacht. Weil das ist nicht ganz so gut. Aber wir werden das schon schaffen. Ah, okay. Und da wird. Da wird beschrieben, was das für ein Gebiet ist und auch worauf wir uns freuen können, also wie man da reinkommt, weil wir müssen jetzt dann nämlich über einen Zaun springen. Und dadurch sollten wir uns nicht beirren lassen. Ist da eh nichts? Nein, da liegt nichts. Was hat das? Und zwar, hier geht's mal in diese Basis rein. Knocked. So schlimm wird es doch wohl nicht sein, oder? Dass wir da so ruhig sein müssen. Sehr beklemmende Atmosphäre hier. Hold up. Ziemlich groß das Teil, oder? Und der frisst da irgendwas und das hört sich sehr grausam an. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass. Ich glaube, er riecht uns. Was ich schade finde, ist, dass in der Dämmerung Texturen von ihm nicht wirklich gut zur Geltung kommen. Sieht im Tageslicht etwas besser aus und auch dann später, wenn wir im Endeffekt dann gegen ihn kämpfen müssen, wird es dann wohl schon Nacht sein und dadurch, dass wir einiges an Lichteffekten erzeugen werden, wird das wohl. Also gehe ich davon aus, dass es ziemlich gut aussehen wird. Here we go.
Also, hier geht's weiter. Wir sind gleich wieder draußen. Und wir schalten auch schon unsere Taschenlampen an. Ja. Nur nichts vergessen hier. Okay. It's weak on the right. No eye, no horn. We'll stay in range until we can exploit its blind spot. Ist interessant, dass hier auch keine normalen Gegner mehr kommen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil der Einauge sie dauernd vertreibt. Oder der Nebelauge heißt er eigentlich. Hat er nichts vergessen? Nein, das ist nichts. Und das ist auch einer der Teile, die zumindest in Final Fantasy XV grafisch am besten funktionieren. Dieses Nebel-Nacht-Dämmerungs-Geschichte hier. Nicht nur sind die Lichteffekte sehr toll, auch die Stimmung wird sehr gut übertragen. Also mit dem Lichtkegel hier, unserer Taschenlampe, unsere Gefährten, die teilweise durch ihre eigenen Taschenlampen erleuchtet sind. Die langen Schatten, die geworfen werden. Das schaut alles ziemlich gut aus. Aber zuerst mal müssen wir in diese Basis eindringen. Nichts leichter als das. We've got the beast in our sight. But no plan of attack. The behemoth should be headed back to its lair, where we can catch it fully off guard. Yeah, as long as we stay on guard ourselves. Und hier geht's jetzt dem Behemoth unentdeckt zu folgen. Bin ich blöd? Ah ja. Einfach warten, bis er da weitergeht und dann ihm folgen. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Solange man nicht zu ungeduldig ist. Ja, das sieht schon sehr toll aus. Er hat einen sehr langen Schweif. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas zu finden gibt, aber ich glaube nicht. Nein. Oder? Er wandert irgendwie im Kreis nämlich. Es gibt da unten einen Gegenstand zu finden. Ich muss mal nachschauen, was das eigentlich ist. Das ist ein... Steht hier gar nicht. Sehr spannend auf jeden Fall, wie der da durch die Gegend schleicht. Wo ist der? Ah, da ist es. Ein Massivknochen. Ja, aber den können wir jetzt noch nicht aufsammeln. Lieber dann doch in Deckung gehen. Den Massivknochen können wir erst später einsammeln, wenn wir das Gebiet gesäubert haben hier. Ich glaube, wir sind jetzt dann fast fertig. Das ist der vorletzte Felsen, hinter den wir uns verstecken müssen. Ich finde es spannend, dass da oben Licht ist. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das für ein Licht ist. Was macht er jetzt? Oh oh.
Okay. Schnell ihm nach, oder wie? Also hier gibt es keine Gegenstände mehr und den einen Gegenstand, den man hier sammeln kann, den kann man nur sammeln, wenn man vorher Nebelauge schon besiegt hat. Also nicht allzu viel stressig hier. Was haben wir hier? Es gibt da vorne dann noch eine kaputte Mundharmonika, die sollten wir auch aufsammeln. Aber auch erst nach dem Kampf. All in a day's work. Boah, ist das hell. Okay, und es hat einen Grund, warum man hier Feuer absorbieren kann. Den werden wir auch gleich sehen. Okay, wo ist er? Hey, ist das so ein komisches Fass hier? Ah, ich bin mir sicher, das hat keine Bedeutung. So wie in Half-Life, da stehen auch überall Fässer rum und die haben eigentlich keine größere Bedeutung. Oh oh. So, und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir den Kampf leicht oder schwer haben wollen. Wir werden jetzt mal ausrüsten. Hier nehmen wir Feuer und hier nehmen wir unseren neuen Zauber. Unseren ganz starken Zauber. Theoretisch können wir uns jetzt aussuchen, ob wir Nebelauge mit Feuer und den Ölfässern bezwingen wollen, ob wir dafür Waffen nehmen wollen oder ob wir unseren Astur AE verwenden wollen. Schauen wir mal, was am besten funktioniert. Zuerst müssen wir herunterspringen. Und jetzt tun wir ihn kurz mal mit Libra behandeln. Und dann sehen wir schon, dass er gegen Feuer anfällig ist. Ja. Das war zu langsam. Komm her. Komm her. Achso, jetzt kann ich natürlich nicht Feuer auswählen. Autsch. Aber noch nicht. Aber jetzt gleich. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ah, ich hätte müssen direkt auf die Fässer zielen wahrscheinlich. Aber wir haben ja noch genug Zeit. Können wir da vielleicht... Ah, wir haben den Dämmerbrecher nicht. Wir haben Dämmerbrecher und sammeln. Autsch. Ich warte nur, bis der Feuerzauber aufgeladen ist und dann versuchen wir ihn über ein Fass zu locken und dann das Fass zu entzünden. Das war natürlich falsch wieder. Falsche Taste. Das ist das, was ich meine mit den doppelt belegten Tasten, weil B ist nicht nur angreifen, sondern auch sprinten. Und ich wollte eigentlich wegsprinten und nicht den Zauber verwenden. Schade eigentlich. Na gut. Jetzt gibt's mir mit der groben Kelle. Es funktioniert nämlich so auch, also wenn beide die Plenäre ausgerüstet haben, ist es nicht so wirklich schwer, in die Knie zu zwingen. So, und jetzt ist es gleich, ist es soweit. Au. Das war natürlich sehr ungünstig gerade. Habe ich den Zauber gezaubert oder warum ist da nichts passiert? Das ist deswegen, weil ich gleichzeitig verwundet wurde. Der Kampf ist total merkwürdig gerade.
Keine Lust mehr. Jetzt gibt's mit der groben Keller. Irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt. Und normalerweise ist das mit den Entzünden der Fässer noch ziemlich gut. Wenn man die Fässer entzündet, macht das eine große Menge Feuerschaden. Das ist nämlich Feuergar, glaube ich. Und in einem noch weiteren Gebiet. Das heißt, like someone's in a good mood, basking in our hard-fought victory, I presume. Ja, und das macht so viel Schaden auf dem BMO, dass man meistens nur zwei oder drei Fässer entzünden muss und einige Angriffe landen muss und er ist dann weg, auch wenn man nur einen normalen Feuerzauber hat. Mit stärkeren Feuerzaubern geht es natürlich auch. Also. So, schauen wir mal, ob wir das noch hinbringen hier. Ich kann sie gar nicht verwenden, wenn ich nicht im Kampf bin. Schade eigentlich. Na gut, okay. Nehmen wir das Schwert wieder und hier wieder unsere Entermesser. Und jetzt zurück zur letzten... Schauen wir mal kurz, ja. Zurück zur Regalia. Und geben wir den Quest ab. Das hat nämlich zur Folge, dass wir nicht nur die Belohnung bekommen, die wir für die... What a relief. Indeed. They ought to keep the demons at bay. Nicht nur bekommen wir die Belohnung, sondern auch etwas anderes passiert, und zwar... The area is safe again and we owe it all to you. On behalf of the locals, I give you my heartfelt thanks. So, about the chocobos. Our birds are at your disposal. You can rent them anytime you like. Genau, und wenn wir den Jagdauftrag erledigen, dann können wir hier endlich Chocobos mieten. Und ich zeig das gleich mal, oder ich zeig das nächste Folge, ja. Let's go for a ride. Pronto freut das sehr, 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 sehr viel. Und das funktioniert so, überall wo so Taxistände, also so Chocobo-Taxistände sind, kann man Chocobos mieten für eine gewisse Zeit und also für eine gewisse Tagesanzahl. Und für die Tage kann man dann mit dem rechten Trigger und rechts mit der Chocobo-Pfeife den Chocobo rufen. Und nach dem Ablauf der Mietdauer kommt der Chocobo wieder zurück. Also. Genau, man kann hier bis zu 7 Tage mieten und pro Tag zahlt man 50 Gil, was super billig ist eigentlich. Aber wir werden das nächstes Mal noch machen. Aber vorher sammeln wir noch einige Items hier ein, bevor wir mit der Folge Schluss machen. Ah, falscher Screen, okay. So, schauen wir mal, da vorne müsste noch was sein, genau. Es gibt nämlich zwei Sachen hier, die ich unbedingt aufsammeln will. Ah, wo ist das? Hier irgendwo. Da müsste es versteckt sein. Ja. Ah, das ist nicht das, was ich wollte, sondern... Okay. Es gibt dann hinten noch ein Gegengift, aber eigentlich will ich was anderes. Was sind sie denn? Das X1? Nein. Ich dachte, hier gibt es verrostete Münzen auch. Okay. Weil verrostete Münzen sind das, was ich auf jeden Fall noch haben will. Müsste auch noch irgendwas rumliegen. Hier irgendwo. Ziemlich weitläufig, diese Ranch, deswegen ist es nicht immer ganz einfach, die Gegenstände hier zu finden. Selbst wenn man ungefähr weiß, wo sie sind. I'm sensing some aggression. The chocobos, right? Sind übrigens super niedlich, wie sie hier schlafen. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Ready or not? Oh, love the lighting. Irgendwo gab es da noch etwas zu lesen, genau hier. Genau, und das ist die Geschichte der Chocobo Farm. You see this, Noct? Leider gibt es da kein Rezept. Das sieht übrigens auch sehr toll aus, der Komet, der da, oder der Meteor, der hier eingeschlagen ist. So, was fehlt uns noch? Das habe ich eingesammelt, das habe ich. Da müsste noch irgendwo etwas liegen. Ist das vielleicht unten irgendwo? Nein. Ist auch nicht so wichtig, es ist nur eine Gedenkmünze, die ich nicht wirklich brauche. Dann habe ich
Na, noch ein. Moment. Ich glaube, ich weiß schon, was ich da falsch gemacht habe. Hier gibt es noch außen etwas. Genau, das ist nämlich eine verrostete Münze, wie ich es mir gedacht habe. Und dann sollte noch irgendwo eine liegen. Und zwar, wo ist die? Die wird doch da irgendwo sein, oder? Hm. Sollte noch eine zweite irgendwo hier rumliegen, aber ich finde sie offenbar nicht wirklich. Und hier liegt, glaube ich, auch noch etwas. Wir haben genug Curatives für jetzt. Vielleicht, ja, vielleicht habe ich das letztes Mal schon aufgesammelt, das kann sein. Und die verrostete Münze ebenfalls. Wichtig ist nur. So, schauen wir uns kurz mal an, wie viel von denen wir schon haben. Genau, wir haben 9. Wie ich irgendwann vor ein paar Folgen schon mal erwähnt habe, es ist besser, wenn ihr ab jetzt dann irgendwann 8 habt. Ich werde nächste Folge wahrscheinlich diesen EXP-Trick herzeigen. Als separat, oder übernächste Folge, als separate Folge. Und für das brauchen wir auf jeden Fall 8 von denen. 9 sind natürlich noch besser, aber ab 8 macht es wirklich viel Sinn. Und um das zu machen, solltet ihr hier, ich glaube hier gibt es insgesamt 2 zu sammeln und ihr solltet schon, ich glaube 5 oder 6 haben, das heißt es fehlt auch maximal eine, wenn ihr nicht wirklich ordentlich aufgepasst habt, wo ich meine aufgesammelt habe. Und die eine könnt ihr sicher in Stalum dann spätestens finden, das heißt ihr könnt den XP-Trick dann auch relativ bald anwenden, wenn ihr das machen wollt. Oh, was ist das hier eigentlich? Ah, okay. Ja, das haben wir schon erledigt. Und was wir nächstes Mal mit den Chocobos alles erleben, ob die Chocobos schnell laufen können oder nicht, das sehen wir bei Let's Play Final Fantasy XV. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.